Ein anstrengender Sonderzug. Guten Tag. Heute fährst du mit zwei Krokodilen, dem Rheingold und Silberlingen, über den Semmering. Die Rückfahrt folgt in Teil 2. Öffne die Türen und rüste auf und damit eine gute Fahrt. Ja, hallo und herzlich willkommen auf der Semmeringbahn, besser gesagt im Bahnhof von Mürzzuschlag. Heute fahren wir mit den ÖBB 1189 Lokomotiven, also den beiden Krokodilen, und zwar einmal in dieser wunderschönen tannengrünen Version und in dieser blutorangenen Farbgebung. Hinten dran hängt, wie gerade eben schon erwähnt, der Rheingold inklusive ein paar Reisezugwagen im hinteren Teil des Zuges. Und ja, wir öffnen an diesem Zug erstmal die Türen, lassen die Fahrgäste reinhüpfen. Wir haben außerdem heute den wunderschönen Aussichtswagen vom Rheingold mit im Zugverband drinne. Den gucken wir uns dann während der Fahrt auch mal etwas genauer an. Und wer weiß, vielleicht können wir auch oben im Domkar ein bisschen Platz nehmen und mal so ein bisschen die Aussicht genießen. Aber dazu dann mehr, wenn der Zug unterwegs ist. Wir setzen uns erstmal in den Führerstand hinein, oder besser gesagt, wir stellen uns in den Führerstand hinein, denn, naja, du siehst schon, hier steht jetzt zum Glück ein Hocker, aber normalerweise mussten die Lokführer und ja, Lokführerinnen eben auf dieser Lokomotive damals stehen. Und ja, zu guter Anfang müssen wir erstmal gucken, dass wir den Stromabnehmer so vorwählen, wie wir es haben möchten. Und zwar würden wir ganz gerne beide Stromabnehmer heben wollen. Dazu gehen wir mal mit, ich glaube, Shift und P eigentlich. Ah, jetzt haben wir nur den vorderen. Dann war das doch die hintere Stellung, die eigentlich richtig war. Genau, dann geht nämlich auch der zweite Stromabnehmer nach oben. Wir schalten die Beleuchtung an der Lokomotive ein, drehen dazu einmal den Schalter hier in die Stellung nach rechts. Dann leuchten vorne alle drei weißen Spitzenlichter. Bei der hinteren Lokomotive, ja, die wird automatisch mit aufgerüstet. Da brauchst du dir keine Sorgen drum zu machen. Lok- und Zugbremse werden gleich gelöst. Wir geben ganz kurz den Abfahrtspfiff. Die Türen haben sich mittlerweile auch wieder geschlossen und wir können los. Zugbremse lösen, Fahrtrichtungswende in die Vorwärtsstellung und dann kurbeln wir die Fahrstufen rein. So, schön langsam. Erstmal langsame Leistung aufbauen. Ja, man sollte natürlich den Hauptschalter einschalten, sonst passiert da gar nichts. Das war mein Fehler. Zack. So, und dann. Können wir los. So, erste Fahrstufe rein. Den Zug langsam strecken. Das Krokodil setzt sich in Bewegung. Auf geht es. Nicht wundern, dass das Signal hier auf Rot steht. Hängt damit zusammen, dass wir mit der Zugspitze schon am Signal vorbei sind. Und dass das Ganze eben, ja, heute so ein bisschen mit Überlänge auch zu tun hat. Denn du siehst schon, unser Wagenzug passt nicht mal richtig an den Bahnsteig heran. Und dabei ist der Wagenzug schon eingekürzt. Und langsam geht es aus dem Bahnhof von Mürzzuschlag heraus. Oh, wunderschön. Wie die Gestänge auch unten an der Lokomotive arbeiten, die Treibstangen. Und dann müssen wir auch ordentlich Schwung nehmen, damit wir mit unseren Fahrzeugen den Berg hinaufkommen, beziehungsweise mit einer schönen Anfangsgeschwindigkeit die Fahrt auch starten. Deswegen schön die Fahrstufen hochdrehen. Ein bisschen auch aufs Oberstromlimit achten, weil wir sind hier eigentlich schon leicht drüber. Ich weiß aber schon aus vorherigen Fahrten, dass wir das Oberstromlimit immer so ein bisschen überschreiten können. Das ist für die Lokomotive in der Regel kein Problem. Wir sollten es aber auch nicht übertreiben, ne? Wir haben jetzt hier noch, ich glaube, eine Fahrstufe übrig, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau. Eine können wir noch hochgehen. Oh, das will ich jetzt echt nicht so stark ausreizen. Wir haben die 80 sowieso gleich erreicht, bevor es in die Steigung hineingeht. Das schaffen wir schon irgendwie. Man kann sogar die Leistung noch ein Stückchen runterdrehen. Also die Fahrstufen senken. Ach, wir sind. Ach, okay, wir haben auch noch eine Tacho-Ungenauigkeit. Dann doch
die Fahrstufen bis in die höchste Stellung ausfahren, bis zur Leistungsgrenze. Ja, demnach sind die 80 dann wahrscheinlich auch erst hier oben zu erreichen. Ja, und da geht deutlich der Tacho nach unten. Wenn wir hier mal in die Übersicht reingucken, wir haben jetzt ungefähr 65 km pro Stunde auf dem Tacho. Das passt jetzt auch einigermaßen mit der Anzeige hier. Ja, es wird immer langsamer. Dadurch, dass halt jetzt der Zug in die Steigung hineinfährt, da haben die Lokomotiven mehr zu leisten. Instrumentenlichter können wir uns auch noch einschalten. Zack. Einmal an der Hupe, an der Pfeife gezogen. Das ist halt auch eine wirklich schöne Komposition, ne? Beide Krokodile vorne dran. Die Version 1189. Es gibt ja auch in Österreich dann noch die Lokomotiven, die eben der deutschen Bauform ähneln. Also dem deutschen Eisenschwein. Was eben auch damit zusammenhängt, dass diese Lokomotiven ja durch den Krieg mehr oder weniger in Europa verteilt wurden. Und unter anderem auch manche Maschinen eben dann nach Österreich gelangt sind. Also wenn es ums Krokodil geht, dann ist es durchaus möglich, dass man unterschiedliche Lokomotiven im Kopf hat. Nämlich einmal ja, die 1189 hier. Manche bezeichnen die E94 auch als Krokodil, als deutsches Krokodil. Und dann gibt es eben noch das Schweizer Pendant, was dann eben auch das, ich sag mal, ebenfalls typische Krokodil ist, was auch einen, ja, so länglichen Aufbau hat wie die 1189 hier. Aber, ja, in der Konstruktion auch leicht anders aussieht. Aber es ähnelt wesentlich stärker dem, einem echten Krokodil im Sinne des Tieres, als das bei der deutschen Version der Fall ist. Ja, mit den 60 km pro Stunde haben wir hier auch kein Problem. Denn auch am nächsten Vorsignal wird dann eine niedrigere Geschwindigkeit vorangekündigt. Und damit wir hier mal so eine kleine Einordnung haben, wo wir uns gerade überhaupt befinden, wir sind beim Streckenkilometer 112. Ich meine, gut, das sagt jetzt wahrscheinlich dem einen oder anderen überhaupt nichts. Und mir ehrlich gesagt jetzt auch nicht zu 100% was. Also der aktuelle Kilometer hat jetzt keine besondere Bedeutung, würde ich sagen. Natürlich in der Gesamtheit erschließt sich dadurch die Simmeringbahn. Aber ob diese Stelle jetzt genau etwas so Besonderes ist, das stelle ich jetzt mal in Frage. Vielmehr interessiert uns aber, was als nächstes Interessantes auf der Strecke zu sehen sein wird. Und das dürfte im Idealfall der Semmeringtunnel sein, der uns dann eben ja, aus der Fahrtrichtung von Mürzzuschlag in Richtung Glocknitz als nächstes in den Bahnhof Semmering hineinführt. Also wir fahren durch den Semmeringtunnel hindurch und kommen dann im Bahnhof Semmering an. Und dann sind wir eigentlich auch schon so an dem Highlight oder an der Hauptattraktion dieser Strecke angekommen, nämlich dem schönsten Streckenabschnitt, wo wir wirklich oben auf dem Berg sind, auf den Bergen, denn dort oben erwartet uns natürlich auch die Rax-Schneeberg-Gruppe. Uns erwarten sehr, sehr, sehr schöne Lawinenschutzgalerien, wunderbare Ausblicke. Gut, heute ist der Sonnenstand vielleicht nicht ganz so schön, aber zumindest ist es wetterklar und wir haben einen schönen blauen Himmel. Aber gerade bei Sonnenauf- oder Untergang lässt sich von da oben wirklich wunderschön beobachten, wie sich die Sonne über die Bergkuppen hinweg bewegt. Das ist echt immer wieder schön und ja, Eisenbahnnostalgie oder beziehungsweise Eisenbahnromantik pur. So, da vorne kommt ein rotes Signal. Eigentlich sollte für uns die Durchfahrt ja stehen, ne? Für uns müsste eigentlich die Durchfahrt stehen. Ich bin mir jetzt aber selbst nicht ganz sicher. Deswegen cheate ich hier mal so ein bisschen. Genau, ja. Durchfahrt steht.
gehen wir jetzt aber nicht den fatalen Fehler ein und lassen die Leistung weg, sondern wir kurbeln jetzt ordentlich hoch, um das an Geschwindigkeit wieder aufzuholen, was wir quasi, ja, verloren haben auf der Steilstrecke. Und ja, beim Thema Steilstrecke wäre es natürlich auch noch interessant zu wissen, wie stark steigt denn überhaupt die Semmeringbahn an. Also wir haben hier Anstiege von, ich meine, über 20 Promille. Also sehr, sehr, sehr steil, was auch der Grund ist, wieso einige Fahrzeuge auch heute noch auf dem Semmering, ja, erprobt werden und erprobt wurden. Als erste Gebirgsbahn in ganz Europa mit ihrer Eröffnung im Jahre 1854 dürfte das gewesen sein, hat sie da wirklich einen, ja, einen markanten Namen und eben auch eine markante Steigung hingelegt. Denn das, was hier die Fahrzeuge überwinden müssen, gerade noch mit sehr, sehr hohen Anhängelasten, das ist wirklich ein sowohl technisches als auch ingenieurtechnisches Meisterwerk. Also sowohl von der Strecke her als auch von den Fahrzeugen. So, dann ist es eigentlich auch nicht mehr weit bis zum Semmeringtunnel. Der müsste sich gleich vor unseren Augen erschließen. Und da auch nochmal der Hinweis, wir haben einen alten und einen neuen Semmeringtunnel. In der Länge unterscheiden die sich nicht so stark. Ich meine, das sind nicht mehr als 100 Meter, was an Längendifferenz zwischen dem Alt- und dem Neubau besteht. Aber sehr interessant wird es auf jeden Fall, wenn wir dann oben sind. Da sehen wir nämlich, ich meine, zwei Tunnelportale. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der alte oder der neue Semmeringtunnel länger war. Ich tippe mal darauf, dass der kürzere Tunnel der ältere ist und dass der längere Tunnel dann wahrscheinlich der ist, der in neuerer Bauweise errichtet wurde. So, 108 als Streckenkilometer, 107 und Weiterfahrt wird am Vorsignal wiederholer oder am Signalnachahme vorangekündigt. Dann können wir mal ganz kurz in die Außenansicht reinspringen. Da sehen wir auch mal, wie schnell sich wirklich unten die Treibstangen von der Lokomotive bewegen. Was die nämlich auch bei höheren Geschwindigkeiten aushalten müssen, das ist schon ziemlich extrem. Ne? Wenn man sich mal so vor Augen führt, was auch diese Treibstangen wiegen, die sind ja wirklich aus massivem Eisen, dann haben wir auf jeder Seite von der Lokomotive eine so eine Treibstange, also pro Triebeinheit. Da kommt schon einiges zusammen. Weil die Lokomotiven sind ja quasi dreigeteilt. Wir haben hier einmal dieses große, naja, ich nenne es jetzt mal Drehgestell, Triebdrehgestell, also den ersten Lokomotivteil bis hier zu dieser Stelle. Da kann man nämlich auch durchgucken. Das ist nicht so, dass das ja, dass das jetzt irgendwie ein, ja, Baufehler von der Lokomotive ist im Modell, sondern das ist wirklich so, dass die Lokomotiven eben in, ja, drei Teile quasi unterteilt werden können. Zweimal die Motorteile bzw. Triebanteile der Lokomotive, nämlich vorne und hinten. Beziehungsweise hinten und vorne, je nachdem, wie man die Lokomotive dreht und wendet. Und in der Mitte dann eben der Teil, wo wahrscheinlich der Transformator und so weiter sitzt, die Stromabnehmer oben drauf angebracht sind, die Führerstände eingebaut sind und. Und genau dasselbe finden wir natürlich auch hinten bei der blutorangen Version. Die ist eben nur anders lackiert und, ja, schaut ein bisschen knalliger aus. Auch richtig cool gemacht. Hier unten sieht man sogar richtig die Bremsgestänge. Die sind halt auch sehr offenliegend bei der Lokomotive, ne? Bremsklötze alle unten dran. Wirklich cool gemacht. Und ja, hinten dran dann die Wagen. Zuerst mal unsere Rheingoldwagen. Und weiter hinten geht es dann noch mit den, ja, anderen
Wagen weiter, auch hier mit den Türen auf der Mitte. Jeweils die zum Aufklappen. Die falten sich dann so schön zur Seite weg. So, und dann geht es in den Tunnel hinein, und zwar in Fahrtrichtung, ja, in den rechten Tunnel. Das sieht mir von der Bauweise aus jetzt wie der neue, gerade wenn ich das Betonsegment hier vorne sehe, die Stützmauer. Und da werden wir im Inneren des Tunnels angelangt. Jetzt muss man gucken, ein Lämpchen haben wir hier oben im Führerstand eigentlich auch drin. Da ist die Frage, ob ich das irgendwo einschalten kann. Und wenn ja, wo? Ach, hier genau. Instrumentenbeleuchtung und Führerraumbeleuchtung sind hier kombiniert. Also am unteren Drehschalter. Oh, wir sind zu schnell. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass wir es mit der Lokomotive und dem Zugverband schaffen. Die Geschwindigkeit zu übertreten. Ja, braucht noch ein bisschen. So. Dann langsam fahren wir 60 erwarten. Wachsam. Ach ja, nicht wundern. Die Indusi-Einheit hier drüben, die funktioniert nicht so richtig. Beziehungsweise leuchtet heute irgendwie gar nicht auf. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie noch eine Tastenkombination gibt, um die speziell zu aktivieren. Sonst war die eigentlich immer aktiv geschaltet. So, und dann geht's raus aus dem Semmering-Tunnel. Einmal hinein in den Bahnhof Semmering. So, wir gucken mal ganz kurz ans Tunnelportal. Da waren noch, nämlich noch diese schönen großen Wappen dran. Genau. Und wenn ich es richtig sehe, sind hier auch nochmal Erdungsstangen vor den Tunneln angebracht. So, Runterbremse auf 50. Ja, die haben wir. Das passt. So, da müssen wir uns bei den 50 jetzt immer so ein bisschen im unteren Bereich orientieren. Ja, und vom Bremsverfahren her sollten wir da so ein bisschen, ja, im Zickzack-Muster bremsen. Also immer mal wieder eine Betriebsbremsung durchführen, sodass wir quasi mit der Geschwindigkeit ein ganzes Stückchen weit runterkommen und die Bremsen aber nicht dauerhaft belasten. Und ganz wichtig, nicht beschleunigen. Nicht beschleunigen. So, mal schön so ungefähr auf 30 runter. Ist kein Problem, weil du brauchst nur mal auf den Tacho gucken, wie schnell wirklich die Geschwindigkeit wieder ansteigt. Das ist echt krass. Dann hier oben unser ganz berühmtes, berüchtigtes Hotel, nämlich das Hotel Panhans. Mal fällt mir der Name ein, mal nicht. Das ist immer so eine Spielerei von mir. Mal kann ich es mir merken und manchmal ist es einfach wie aus dem Kopf herausgewischt. Auch schon sehr, sehr, sehr lange dort. Also ein sehr altes Hotel, aber natürlich renoviert. Wie viele Sterne es hat, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber es ist so, dass, ja, ich will nicht sagen, na doch, es ist wahrscheinlich das berühmteste Hotel am ganzen Semmering. So, richtig schön runterbremsen und weiter geht's. Ja, und optimal ist natürlich auch die Lage von dem Haltepunkt hier, der davor ist, weil man kann dann wirklich im direkten Weg eigentlich zum Hotel gehen. Für die Hotelgäste, die zumindest mit dem Zug anreisen möchten. Und Weiterfahrt mit 60 erwarten.
Und wir sind wieder bei den 50 als Höchstgeschwindigkeit angelangt. Also wieder die Bremse durchziehen und runterbremsen. Nicht ganz durchziehen, also Schnellbremsung wollen wir nicht haben, aber so weit ordentlich durchziehen, dass der Zug sich eben auch erholen kann. Weil wir haben hier auch sehr viele mechanische Bauteile, die Bremsklötze unten sind wohl am stärksten beansprucht. Bei jeder Bremsung hitzen die sich auf Temperaturen von ja, über 100 Grad. Und du kannst dir vorstellen, wie das ist, wenn man so eine ganze Last von einem ganzen Zug abbremsen muss. Und das immer und immer wieder, im schlechtesten Fall, noch über eine sehr, sehr lange Zeit. Ja, da schmelzen die Bremsklötze nur so vor sich hin. Also sie schmelzen nicht wirklich, aber der Abrieb ist eben wirklich sehr, sehr stark. Wobei, wenn sie zu lange angelegt bleiben und sich wirklich dauerhaft aufhitzen, dann können die auch wirklich wegschmelzen. Das ist dann nicht auszuschließen. Im schlimmsten Fall kommt es durch sowas auch, naja, vielleicht kommt es sogar zur Festschweißung zwischen der Lauffläche des Rades und den Bremsklötzen. Das ist auch denkbar, aber das ist, glaube ich, eher selten der Fall. Also habe ich noch nirgendwo gesehen, dass sowas aufgetreten ist, aber vorstellen könnte ich es mir. Ich weiß, dass es Aufschmelzungen geben kann, zwischen Radreifen zum Beispiel und Schienenoberkante, wobei dann in der Regel die Schienenoberkante, naja, sich um ein paar Millimeter versteckt hat oder verrückt hat. Also es kann wirklich passieren, dass so ein Rad zum Beispiel auch sich an der Schiene festschweißt, wenn zum Beispiel eine Lokomotive ein zu hohes Zuggewicht hinten dran hat, der Triebfahrzeugführer aber zu viel Leistung freisetzt. Die Achsen unten durchdrehen und quasi so lange auf einer Stelle ja, schaben, sich aufhitzen, dass irgendwann der Schmelzpunkt erreicht ist. Und wenn dann eben sich die ganze Sache wieder abkühlt und die Lokomotive auf der Stelle stehen bleibt oder woanders stehen bleibt, dann kann es eben dazu kommen, dass sich das festschweißt. Das nennt sich dann ja Aufschweißung, Verschweißung, je nachdem. So, hier auch ganz bekannt, der wunderschöne Viadukt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das schon die kalte Rinne ist. Da müssen wir mal gucken. Ich glaube, Klamschott-Wien, dort in der Gegend. Und nochmal runterbremsen. Ich glaube, da kommt erst Breitenstein. Genau, der kalte Rinne-Viadukt müsste etwas später kommen. So, wachsam drücken wir auch wieder. Weiterfahrt mit 60 erwarten. Streckenkilometer 98,1. Genau, sollte eigentlich Breitenstein als nächstes kommen. Wunderschön. So, ein weiterer Bahnhof. Wir gucken mal. Es schaut eigentlich aus wie Breitenstein. Wir gucken mal nach. Genau, ist Breitenstein. So, hier vorne geht es wieder weiter mit 60 dann gleich. Ist auch also ein bisschen schwierig zu sehen aus der Lokomotive heraus. Wir haben kleine Fenster. Es ist eben keine Neubau-Elektrolokomotive, sondern wirklich ganz klassischer Altbau. Aber das ist nicht schlimm. Das ist nämlich gerade der Reiz an der Fahrt, was diese Lokomotiven ja wirklich schon in ihrem Laufleben geleistet haben. Das ist einsame Spitze. Schau dir das mal an.
Wunderschön, wunderschön. Die riesigen Felsformationen. Dann geht's hier noch unter der Galerie hindurch. Na, kommt unser Zug auch wieder? Da kommt er. Ich habe etwas stark runtergebremst. Ja, seitlich konnten wir auch gerade eben noch rausgucken. Haben wir nicht so schnell geschafft. Die Weinzettelwand. Also der Tunnel ist aber etwas länger. Ja, und wirkt auch nochmal etwas länger dadurch, dass wir halt so weit runtergebremst haben. Aber die Bremsen erholen sich jetzt in der ganzen Zeit, wo der Zug einfach nur rollt, weil die Bremsen natürlich jetzt nicht angelegt sind. Und weiter geht's mit Langsamfahrt. 60 erwarten. Also in Österreich Vorsicht. Wobei, nee, Vorsicht war ja Halt erwarten. Also Langsamfahrt eben, ne? Verzögern. Auslösen. Immer so runter bis auf 40, dann Bremsen wieder lösen, Zugverband rollen lassen, Bremsen erholen sich und dann werden sie wieder, naja, etwas gequält, sag ich mal. Es geht so schnell, der Zug wird so schnell schneller. Jetzt nochmal richtig durchziehen, ungefähr auf 30, diesmal wieder runter. Wir können eigentlich auch noch weiter runter. Wir könnten sogar mal bis auf 20 runtergehen, dass sich die Bremsen wirklich erholen. Weil hey, schneller werden wir sowieso. Und zwar schneller, als es uns eigentlich lieb ist. So cool aus, weißt du? Mit diesen Lokomotiven vorne dran. Eben nicht ganz klassisch kantig im Sinne von ja, Neubau-Elektrolokomotive. Was halt auch echt mal cool wäre, wenn man die Strecke mit einer schönen Dampflokomotive fährt. Nochmal reinbremsen, in Dosi wachsam. Oh, das war ein bisschen stark. Das war ein bisschen stark. Da bin ich gerade versehentlich nochmal etwas weiter nach hinten geraten mit dem Führerbremsventil, als dass es mir eigentlich lieb war. Viadukt. Ja, auch wenn man sich mal anguckt, wie tief das wirklich runtergeht. Das sind ja auch hier Viadukte, die schon wirklich zweistöckig sind. Ne? Zwei Ebenen quasi übereinander gebaut. Und da wird eben auch schnell klar, wieso die Strecke den Titel des UNESCO-Weltkulturerbes erhalten hat. Das müsste im Jahre 1900... also in den späten 90er Jahren gewesen sein. Kurz vor der Jahrtausendwende. Und dann stelle man sich mal vor, 1854 Eröffnung der Strecke. Und da gab es die Brücken und Tunnel auch schon. Also, das will schon was heißen. Was die Bauarbeiter da geleistet haben, mit Muskelkraft, Schweiß, Tränen, Blut und eben leider auch Leben.
Das ist mit heutigen Baumethoden und ja, dem heutigen technischen Fortschritt so eigentlich gar nicht mehr ja, zu reproduzieren. Zum Glück. Weil das war wirklich ein Knochenjob der Superlative. So, Bahnhof Klamschutt-Wien. 92.3. Und langsam weiter warten. Wobei, nein, dann sind wir ja... Ach, dann sind wir über die kalte Rinne ja eigentlich schon drüber hinweg. Weil die liegt doch... Ah, die liegt doch auch weiter oben. Na klar, dann sind wir, bevor wir vorhin in die Weingalerie reingefahren sind... Also, die Weinzettelwand. Da müsste... Ja doch, da oben müsste eigentlich der kalte Rinne-Viadukt gewesen sein. Wieso habe ich denn den nicht erkannt? Doch, ich habe es doch sogar noch gesagt. Der wunderschöne gebogene Viadukt. Genau, das war schon die kalte Rinne. Das war sie schon. Schade, beim nächsten Mal dann eben. Ja klar, weil die kalte Rinne kam nach Klamschutt-Wien. Allerdings nicht in der Fahrtrichtung von Mürzzuschlag nach Glocknitz, sondern von Glocknitz in Richtung Mürzzuschlag bzw. zum Bahnhof Semmering hinauf. Und auch nicht unmittelbar dahinter, sondern ja, war das vor oder nach Breitenstein? Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Ob Breitenstein nach dem Kalte Rinne-Viadukt kam oder davor. In der jetzigen Fahrtrichtung. Das habe ich nicht im Kopf. Schade. Aber ich bin hier auch nicht so streckenkundig, dass ich hier jede Brücke, jeden Viadukt und jeden Tunnel auswendig kenne. Geschweige denn die Bahnhöfe. Da bin ich echt schon immer froh, wenn ich die ja, wiedererkenne. Gut, bei so markanten Tunneln, Gebilden etc. Da geht das immer wieder. Also zum Beispiel Semmering-Tunnel, der ist eigentlich... Hat man einmal gesehen und merkt man sich, sag ich mal so rum. Oh, jetzt sind wir echt ein bisschen schnell. Ich meine, wir dürfen jetzt hier 70 fahren. Wir haben auch gar nicht mehr so viel vor uns. Genau, Glocknitz ist in rund 15 Kilometern erreicht. Eine doch relativ schnelle Tour. Aber der Semmering ist eben auch nicht... Oder die Semmering-Strecke ist eben auch nicht so lang. Und sie ist ja auch nur ein Teilabschnitt der eigentlichen Strecke, die als Südbahn in Österreich bezeichnet wird. Aber der Semmering oder die Semmeringbahn führt ja wirklich nur zwischen den Bahnhöfen Glocknitz und Mürzzuschlag entlang. Die eigentliche Südbahn ist aber ja, im Ausmaß viel länger. Die müsste bis Wien hineingehen. Und auf der anderen Seite, na, Grenzbahnhof, mit R war das irgendwas. Hier, Bad Radkersburg, wie heißt das andere? Spielfeldstraße. Spielfeldstraße, Bad Radkersburg und dann ja, geht die Südbahn eben von Spielfeldstraße nach Wien. Beziehungsweise andersrum. Also ich musste es mir jetzt merken mit der anderen Strecke, die nach Radkersburg führt. Der Ausgangspunkt hatte natürlich nichts mit R zu tun. Aber es war ihm so im Kopf so abgespeichert. So, und noch einmal auslösen und dann wieder auf 60 hinauf. Und da kommen sie auch schon an der Strecke.
bisschen stärker können wir schon abbremsen. Ja, die 30, das passt. So, jetzt nochmal durch einen etwas kleineren Bahnhof. Strecken mit 88. Was steht denn am Tiefelchen dran? Na gut, die haben wir ausgerechnet nur auf unserer Seite hier drüben. Ach, der Bahnhof von Eichberg ist es. Auch richtig schön, direkt drei Signalnachahmer nebeneinander. Und dann wieder Langsamfahrt erwarten. Ja, das Spielchen wiederholt sich eben auf der Semmeringbahn doch sehr oft. Freie Fahrt gibt es hier nicht allzu oft. Was natürlich auch mit den engen Kurvenradien zusammenhängt. Und sowieso, ein Großteil der Semmeringbahn ist eben auch als nicht gerade Strecke ausgeführt. Also überwiegend bewegt man sich eben in sehr engen Kurvenradien, was sowohl die Schienen, also das Gleis selbst, als auch eben die Lokomotiven mit ja, ziemlich harten Beanspruchungen auslastet. Weil enge Schienenradien oder enge Gleisbogenradien bedeuten eben auch stärkeren Spießgang. Also das Verkeilen der, ich sag jetzt mal, der Räder, der Achsen im engen Bogen. Das ist auch das, was bei einigen Zügen eben das laute Quietschen und Kreischen in den Kurven verursacht. Das sind die Geräusche, die vom Spießgang eben ausgehen. Ich persönlich finde die wunderschön. Ich mag die sehr. Für Anwohner immer eine relativ lästige Angelegenheit. Und für all diejenigen, die eben auch etwas hörempfindlich sind. Ich glaube, ich hatte das schon mal versucht in einem Video so ungefähr anzumerken, was der Spießgang ist. Das hängt eben damit zusammen, dass die bogeninneren Räder, also jetzt auf der rechten Seite wäre das zum Beispiel der Fall, dass diese Achsen einen kleineren Weg zurücklegen als die Achsen auf der Außenseite, also auf der äußeren Schiene. Und dadurch passiert es eben bei starren Achsen, dass die sich dann so ein bisschen, ich sag mal, verkeilen. Und genau dieses Verkeilen, das ist der Spießgang, der dann dazu führt, dass sich bei Wagen zum Beispiel mit starren Drehgestellen oder gibt's nicht, aber mit starren Radsätzen, dass die sich eben in Kurven aus der Schiene versuchen hinauszuzwängen. Eben weil der Weg innen drin kürzer ist und damit bricht der Wagen in Fahrtrichtung jetzt nach vorne mal, am Beispiel dieses Gleisbogens, quasi nach rechts aus und die hintere Achse wird quasi an die innere Schiene herangedrückt. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Vielleicht können wir dazu auch mal ein extra Video noch machen, weil ich glaube, das Thema Spießgang lässt sich so nicht wirklich anschaulich erklären. Aber das ist mal was für später. Ich glaube, dem Thema kann man eigentlich auch ein ganzes Video widmen. Wieder weiter mit 70. Da können sich die Bremsen nochmal schön erholen. Gleich hoch mit der Geschwindigkeit. Und dann sind wir hier auch schon in Küpp. Also, so weit ist es nicht mehr. Ganz wichtig, auch auf der Semmeringbahn immer mal zwischenspeichern. In oder nach Küpp durfte ich schon einmal die Erfahrung machen, dass mir der Simulator abgeschmiert ist. Auf der DTG Semmeringbahn passierte das jedoch nicht so oft, muss ich ganz ehrlich sagen.
damals eine 32-Bit-Version. Das war für mich persönlich immer ein richtiger Graus, sage ich mal. Was eben damit zu tun hatte, dass ich in einer doch sehr, sehr hohen Auflösung gespielt habe. Zusätzlich hohe Sichtweiten eingestellt hatte. Aber es hat halt auch immer den Grund gehabt, dass es auch für euch natürlich so schön aussehen sollte wie nur möglich. Und da musste ich eben dann als Bediener der Lokomotive die Abstürze des Simulators in Kauf nehmen. Wovon, naja, du in der Regel immer nicht so viel mitbekommen hast. Weil wenn der Simulator abgestürzt ist, dann war ich derjenige, der dann da 10, 15 Kilometer erneut fahren durfte. Und am Ende das Video dementsprechend zusammencutten konnte. Was eben auch wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit damals in Anspruch genommen hat. Aber mittlerweile mit der 64-Bit-Version ist es eigentlich so, dass ich sage mal, 90% der Abstürze dieser Software am Anfang, also beim Laden, zustande kommen. Und wirklich nur so 5% während der Fahrt. Und die anderen 5%, die fallen eigentlich so auf Zwischenereignisse aus. Im Sinne von schnell mal in den Editor hineinwechseln, aus dem Editor herausgehen, Spielstände wieder aufrufen, solche Geschichten. Mit anderen Worten, der Simulator ist, ich will mal ganz vorsichtig sagen, besser geworden, was die Abstürze während der Fahrt angeht. Also wirklich signifikant im Gegensatz zu vorher. Besonders gut ist es noch nicht, aber ich glaube, damit kann man leben, oder anders, ich kann damit leben, mit den aktuellen Absturzquoten. Das ist, es ist verkraftbar, sagen wir so. So, da hätten wir es auch gleich geschafft. Die Fahrt neigt sich dem Ende zu. Bahnhof von Glocknitz ist noch 7 Kilometer entfernt. Wir dürfen auf 80 beschleunigen. Sind jetzt in Payerbach-Reichenau. Und der Bahnhof ist so leer. Keine Fahrzeuge heute. Auch allgemein hatten wir denn überhaupt heute Gegenverkehr? Oder wurde der Semmering heute für uns bei der Sonderfahrt gesperrt? Ich weiß gar nicht. Es wirkt fast so, ne? So, wir lassen den Zug jetzt schön rollen, auch wenn wir 80 fahren dürften. Einfach, dass er sich mal ein bisschen beruhigt. Und vor allem auch, damit die Fahrt ein kleines bisschen länger ist. Ich möchte nämlich eigentlich noch gar nicht so richtig am Ziel ankommen, weil es einfach so viel Spaß macht. Und über die Eisenbahnkreuzung hinweg. Weil der Begriff Bahnübergang ist ja in Österreich nicht so geläufig. Zumindest in der Eisenbahnfachsprache, soweit ich weiß. Das dürften in Österreich Eisenbahnkreuzungen sein. In Deutschland werden die auch so bezeichnet, ja. Deswegen gibt es auch das Eisenbahnkreuzungsgesetz. Das ist dann aber eher was für Infrastrukturplaner, Träger öffentlicher Belange und so weiter. Das macht für den eigentlichen Fahrer, Triebfahrzeugführer, Straßenwegsbenutzer jetzt nicht so die großen Unterschiede. Deswegen gibt es auch in Österreich den wunderschönen Namen oder die Signalbezeichnung die Eisenbahnkreuzungsüberwachungssignale, kurz EKÜS, also EKÜS. Und die kennen wir zum Beispiel auch von der Strecke Spielfeldstraß-Bad Radkersburg. Das wäre auch was wir eigentlich mal wieder fahren könnten. Ne? Ich schreibe das so mal gedanklich auf die kleine Merkliste, Warteliste der Strecken drauf, die ich unbedingt wieder fahren möchte. So, und eine Sache hatte ich dir vorhin auch noch versprochen, nämlich, dass wir uns mal so ein bisschen in den Wagen umsehen. Und hier hätten wir jetzt einmal einen
von den Personenwagen hinten. Eine wunderschöne Aussicht auch hier raus. Gut, oben am Semmering war der Ausblick für die Personen hier drin wesentlich schöner. Aber ich meine dennoch, die Wagen sehen sowohl von innen schön aus, als auch von außen. Und der Ausblick aus ihnen hinaus, ja, der ist auch nicht sonderlich schlecht. Ja gut, hier ist es irgendwie im Türbereich ein bisschen fehlerhaft, würde ich meinen. Da ist irgendwas schief gelaufen. Da fehlen die Texturen. So, hier können wir durchlinsen zwischen der Türsperre. So, wir müssen hier nochmal reinbremsen. Wir laufen jetzt in 3,5 Kilometern. So, und dann auslösen. Den Rest macht die Hangarabtriebskraft. Ich möchte, wie gesagt, unbedingt noch in den Aussichtswagen hinein. In das Dome Car oder in den Dome Wagen. Hätten wir hier nochmal die Abteilwagen mit Seitengang. Auch wunderschön ausgestattet hier innen drin, ne? Mit den Kopflehnen. Ah, wir haben hier sogar Begleitung drin. Ja, den Personen nachzuurteilen, sind die Wagen alle von 3D-Zug. Aber irgendwie sind wir noch nicht... Wieso kommen wir denn nicht in den Aussichtswagen hinein mit der Innenansicht? Das müsste Wagen 8 sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. 1, 2, 3, 4. Ja, wir kommen nicht ganz nach vorne. Wir können zwar zur Seite hinausblicken, aber ich weiß, woran das liegen könnte. Es ist möglich, dass nicht alle Wagen zwecks des Arbeitsspeichers und der Ressourcenverwaltung des Simulators mit Innenansichten ausgestattet sind. Und so ist es möglich, dass man in der RAM-sparenden Variante oder in den KI-Fahrzeugen, dass man da die Innenansichten nicht mit hineingebracht hat, weil dann eben auch die Wagen von innen nicht so schön ausgestaltet werden müssen. Was jetzt nicht heißen soll oder was nicht den Hintergrund hat, dass man sich die Inneneinrichtung sparen wollte, weil die hat man sowieso modelliert, allerdings eben nur für die Fahrzeuge, die wahrscheinlich in den Spielerzugverband hineingehören, damit eben der Simulator, Hintergrund der 32-Bit-Software, dass eben da Ressourcen gespart werden können und es nicht so oft zu Abstürzen kommt. So, Vorsichtsbefehl, halt erwarten. Und dann wären wir leider auch gleich schon in Glocknitz, wo dann unsere Fahrt enden wird. Ja, aber so viel dazu, weshalb hier wahrscheinlich die Innenansicht nicht mit ausmodelliert wurde. So, im Weichenbereich sind wir auch schon drin. Aber da steht doch ein Signal vor dem Bahnsteig. Hehe, und da liegt wahrscheinlich auch ein 500er. Wie gesagt, die PZB in Dosi ist heute sowieso nicht funktionsfähig. Da brauchen wir also eigentlich keine so große Rücksicht drauf nehmen. Aber dennoch wäre es eben schön, wenn das Signal auf Fahrt springen würde. Beziehungsweise... es uns eben die Durchfahrt erlaubt. Wir greifen mal ganz kurz zum nicht vorhandenen Telefon in diesem Führerstand und rufen beim Fahrdienstleiter an. Ja, genau, jetzt läuft's. Genehmigung zum Überfahren des halbzeigenden Signals erteilt. Wir bekommen die zwei weißen. Indusebefehl 40. Am Signal vorbei. So, ganz wichtig auch, beim ÖBB-Krokodil haben wir den Fahrzeugmagneten ganz an der Front. Also er befindet sich hier drüber. Ich meine unter dem Luftpresser oder unter einem Teil des Luftpressers. Ich
glaube, hier drin wird... Ah, nee, Korrektur. Ich glaube, das sind die Kühlschleifen. Die Wendel, wo die Luft abgekühlt werden soll. Genau, ich meine, hier vorne wird die Luft abgekühlt über die Leitungslänge, während sie dahin durchströmt. Aber sehr cool, wir haben eine Fahrt erfolgreich mit den 1189 Lokomotiven der ÖBB abgeschlossen. Ich meine, noch stehen wir nicht, wir könnten natürlich noch über das letzte Halbzeitsignal hinausschießen. Aber bei einer Geschwindigkeit von unter 5 km pro Stunde gehe ich doch mal davon aus, dass wir das handeln können. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und das Interesse an diesem Video. Mir hat es immens viel Spaß gemacht. Ich glaube, das hört man mir auch gerade echt an, weil es war auch einfach echt eine geniale Kombination. Der Wagenpark, die Lokomotiven und dann noch der Semmering, die Südbahn. Besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Und ja, ich hoffe, dass du mit derselben Leidenschaft und demselben Enthusiasmus an das nächste Video herangehst. Und ich würde mich deshalb auch sehr freuen, wenn wir uns in ja, allerspätestens 3 Tagen um 14 Uhr wieder hier auf dem Kanal sehen. Liken, teilen und abonnieren des Kanals ist immer gerne gesehen. Und in dem Sinne sage ich danke fürs Zusehen. Ich wünsche allseits eine gute Fahrt. Wir öffnen die Türen und lassen unsere lieben Fahrgäste noch einmal aussteigen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.